Moin. Gestern hat Rockstar eine neue Newswire-Post veröffentlicht, in dem sie zu den bereits bekannt gegebenen Änderungen, auf die sie in diesem Post genau darauf eingegangen sind, zusätzlich neue Änderungen bekannt gegeben haben, und über eine dieser Änderungen möchte ich reden und euch meine Gedanken mitgeben. Doch bevor wir dazu kommen, kurz etwas zum Noobbike. Rockstar hat gestern bekannt gemacht, dass der Cooldown der Gegenmaßnahmen erhöht wird. Zu den Raketen haben sie aber leider nichts weiter gesagt. So, um was für eine Änderung geht es denn? Rockstar hat angekündigt, dass mit dem kommenden Update die KD nicht mehr von Kills im freien Modus beeinflusst wird, sondern nur noch in Competitive Game Modes wie wahrscheinlich Deathmatches und diese ganzen Gegner-Modi. Als Begründung haben sie angegeben, dass sie dadurch das Griefen einschränken wollen, aber dass das absoluter Schwachsinn ist, sollte man eigentlich sofort erkennen können. Die einzige Spielergruppe, die durch diese Änderung negativ beeinflusst wird, sind KD Warrior. Jeder Griefer, jeder Abfucker, dem es nur darum geht, anderen Spielern den Spaß zu nehmen, der wird dadurch nicht am Griefen gehindert. Natürlich fehlt ihm dadurch die sichtbare Progression durch eine steigende KD, aber jemand, der darauf eh keinen bis wenig Wert legt, sondern nur Leute belästigen möchte, der kann ganz getrost weiter griefen. Das Griefen müssten sie anders sanktionieren, aber ich denke, das würde dann PvP so sinnlos machen, dass GTA ganz schön ausstirbt, was die Spielerzahlen betrifft. Auch im Spielstil der Leute wird sich wenig ändern. KD Warrior sind bekannt für deren unglaublich trashigen und billigen Spielstil, aber der wird sich auch nicht groß ändern, weil dieser Spielstil weit mehr Vorteile als nur das KD-Boosten mit sich bringt. Beispielsweise kann man mit so einem Spielstil auch gut auf Scores spielen und sich generell dauerhaft eine für sich vorteilhafte Ausgangslage verschaffen, in der der Gegner benachteiligt wird. Deutlich benachteiligt wird. Bedeutet unterm Strich, dass diese ranzigen Spielstile trotzdem weiter existieren werden, auch wenn sie den Leuten, was die KD betrifft, nichts mehr bringen. Selbst wenn sie die KD komplett entfernen würden, blieben diese Spielstile bestehen, aber es gäbe für die Leute noch weniger Anreiz, PvP überhaupt zu spielen. Die KD war und ist für viele eine Art der Progression, die sie motiviert. Zu sehen, wie sie steigt und steigt, aber es ist so einfach, seine KD zu boosten, dass ich persönlich es nie verstanden habe, warum Leute darauf Wert legen. Aber für sie war es eine Motivation und ein Ansporn, PvP zu spielen. Mir persönlich ist das egal, weil ich fände es besser, wenn die Leute actually fighten und sich nicht bei jeder kleinsten Pisse wegporten oder auch auf Ghost verzichten würden. Aber das kannst du heute einfach nicht mehr erwarten. Leider, weil es PvP so viel mehr Substanz geben würde. Rockstars Ansatz ist zwar gut, aber er packt das Problem nicht an der Wurzel. Eher wird eine Ranggruppe der PvP-Community benachteiligt. Zu Recht, weil jeder, der in GTA mit KD flext, ist einfach nur cringe in meinen Augen. Aber dieser Ansatz reicht nicht, um PvP generell wieder zu verbessern. Dafür müssen sie mehr Dinge ändern, die KD allein reicht eben nicht aus, aber ich bin froh, dass diese Cringe-Lots, die auf ihre irrelevante KD wichsen, negativ beeinflusst werden. Ob sich Tode, die man im freien Modus frisst, auch nicht auf die KD auswirken, kann ich nicht sagen, dazu hat Rockstar nämlich nichts Näheres zugesagt. Es wäre ihnen aber zuzutrauen, dass das dann so ein einseitiges System ist, dass man sich die Tode frisst, die negativ auf die KD auswirken, aber man das dann nicht mehr ausgleichen kann, weil die Kills sich halt nicht mehr auf die KD auswirken. Ich denke zwar nicht, dass das so kommen wird, aber das werden wir ja in ein paar Tagen sehen. Auch ob KD-Chubs jetzt nun mehr Relevanz bekommen und Leute deutlich mehr in Deathmatches und so weiter rumcheaten, um die KD zu boosten, wird sich zeigen, denn in der Vergangenheit gab es schon Glitches, mit denen man God-Mode in Deathmatches war, und spätestens jetzt wird die Nachfrage bei einigen danach steigen. An sich hätten sie sich diese Änderung, auch wenn ich sie gut finde, schenken können, weil sie trotzdem wenig bis gar nichts am Verhalten der Spieler ändern wird. Wie seht ihr das? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Man sieht sich.